Beim Arienglück geht es um ultimatives Glück. Wer kann das so, dass ich es nicht anders hören will? Das ist nicht die Frage, wer singt es am besten, sondern wer singt es so, dass es mich am meisten berührt, betrifft und dass ich damit eigentlich auch das nie mehr vergessen will. Wie singt der Schutzengel unserer Seele? Wie weit ist weit oben? Und was geschieht, wenn sich mein Herz deiner Stimme öffnet? Das sind nicht nur die Titel einiger der bedeutendsten Arien in der Geschichte der Oper, sondern es sind auch Fragen, denen sich der Philologe und Essayist Iso Kamatin mit großer Sachkenntnis und Leidenschaft in seinem neuen Buch widmet. Iso, bleiben wir gleich dabei. Wie singt er denn nun, der Schutzengel unserer Seele? Wenn man aussagen will, etwas über den eigenen Schutzengel, das sind eigentlich nur Angiologen, nämlich die Engelskunde-Spezialisten, die Zuständigen. Wir aber haben alle unsere eigenen Vorstellungen über einen Schutzengel. Und dass ein Schutzengel nicht singen könnte, wäre eine himmlische Katastrophe. Weil alle Engel, ob Schutzengel für Menschen oder auch die Engel, die Gott anbeten, die müssen immer singen. Und darum ist eigentlich der singende Schutzengel eine wunderbare Vorstellung für das, was auch nicht nur im Himmel, sondern auch auf Erden schön sein soll. Jetzt hast du diesen Titel ja gewählt für eine Arie, die du im Buch näher beschreibst. Hat das mit der Arie selber zu tun oder wieso hast du diesen Text so genannt, wie singt der Schutzengel meiner Seele? Ja, weil das natürlich eine poetische Formulierung ist für ein Geheimnis. Und Arien sind ja immer so etwas wie introvertierte Gedanken von der singenden oder der sprechenden Person. Und das bedeutet, diese Person, die in der Regel in der Oper in großen Nöten ist, entweder Liebeskummer oder Todesangst oder auch Rachelust hat, eine solche Seele weiß, dass sie sich in etwas hineinwagt, wo es einen singenden Schutzengel braucht. Und darum ist die Formulierung, dass der Schutzengel singen können müsste. Diese Formulierung ist eigentlich etwas Wunderbares für ein Geschenk. Und schöne Musik, ob es Arien sind oder manchmal auch nur Rezitative oder alles, was eigentlich in musikalischen Formen daherkommt, ist für ein hörendes Ohr so etwas wie ein Geschenk. Jetzt hast du ja für dieses neue Buch 50 Arien ausgesucht. Du nennst das Ganze auch ein Abenteuer, eine Zeitreise gesungener Empfindungen. Was gab eigentlich den Auslöser dafür, dich auf diese Reise zu begeben? Ich glaube, dieses ist ja mein zweites Opernbuch. Ich habe ein Buch gemacht wie Liebe sich auf der Opernbühne zu erkennen gibt. Im Drama. Immer Drama. Drama, manchmal auch nur Sehnsucht, unerfülltes Drama ist oft auch der Fall. Aber jetzt ging es mir eigentlich um die Ariensituation. Und die Arie ist tatsächlich eine Art mehr persönliche, auf der Bühne erleben wir alles. Wir erleben wirklich Shakespeare-Dramen und auch trivialere. Das ist alles möglich auf der Bühne und das fasziniert uns alles in einer Oper. In einer Arie ist so eine Art von Momentaufnahme, wo es darauf ankommt, eigentlich die innersten Gefühle, manchmal auch Gedanken, aber auch die Hoffnungen eigentlich eines Menschen darzustellen. Und darum ist die Arie etwas Privateres im Grunde genommen als eine gesamte Oper. Also das heißt, das sind die Empfindungen, die da zum ultimativen Ausdruck kommen? Ja, also die situationellen Empfindungen. Es ist nicht jede Arie
spiegelt die Grundbefindlichkeit der Sängerin oder des Sängers. Mhm. Aber sie spiegelt so etwas wie die Situationsbedingtheit, in der diese Person steckt. Und das ist man könnte sagen, es ist eine Großaufnahme von etwas, was die Außenwelt noch nicht weiß, mhm. aber die Innenwelt darstellt der betroffenen Person. Wow, okay. Das ist ja intensiv, das ist ja Emotion pur. Jetzt, nach welchen Kriterien hast du denn diese Arien jetzt ausgesucht? Nach Intensität? Also wie viel Liter Gefühl da drin steckt? Also ich habe das ein bisschen ausgesucht, auch aufgrund der zeitlichen Entwicklung der Oper. Mhm. Wir fangen im Barock an mhm. und hören am Ende des 20. Jahrhunderts auf. Und das ist schon etwas Interessantes, wenn man sieht, wie die Gefühlswelten oder die Darstellungsmöglichkeiten von Gefühlen in der Operngeschichte sich entfaltet. Und ich wollte eine Art von Zeitreise machen von den barocken Opern bis zu den Gegenwartsopern. Und da könnte man immer sagen, ja, das sind aber alles nur so Einzelmomente. Mhm. Und es erklärt ja nicht die ganze Operngeschichte. Muss es meiner Ansicht Nein. auch nicht. Aber es soll etwas darstellen, was eigentlich die innere Befindlichkeit einer Person, Voraussetzung, sie hat eine Stimme und eine gute Stimme und wir hören sie auch und verstehen sie auch. Also es geht nicht nur um, wie soll ich sagen, Einfindungs- und Empfindungsmöglichkeiten für personelle Situationen. Arien sind keine reine Psychologie, aber ein Teil Psychologie sind Arien auch. Und dann muss aber etwas hinzukommen, was der Zauber der Stimme ist. Sonst würden wir sagen, in jedem Roman finden wir etwas, wo uns Innenwelten dargestellt werden oder Monologe, innere Monologe und so mhm. etwas. Hier geht es noch um etwas anderes. Hier geht es um eine Art akustischer Erfahrung und sinnlicher Beglückung, die aus der schönen Stimme kommt. Du gehst ja jetzt sogar noch einen Schritt weiter. Also du stellst uns nicht nur Arien vor in diesem Buch, sondern auch noch ganz bestimmte Aufnahmen. Also du suchst unter diesen großen Stimmen die für die entsprechende Arie aus, die du am besten findest. Oder vielleicht hast du ein Beispiel. Kannst du uns ein Beispiel erzählen? Also da kann man, könnte man sehr lange darüber reden, warum wir jeder in seiner eigenen Biografie in einem Konzertsaal, in einer Oper irgendwo gewesen ist und Erfahrungen gemacht hat, wo er gesagt hat, so schön hast du das nie gehört. Dieses Erlebnismoment ist ganz entscheidend, auch wenn man dann wieder längst anderswo ist. Mhm. Und dann sagt man, jetzt höre ich mir ein paar Alternativen dieser Arie an. Hör mir an, wie die das singt. Es gibt natürlich berühmte Sängerinnen und Sänger. Und diese Sängerinnen und Sänger haben alle ihre eigenen Vorzüge. Bei meiner Entscheidung ist es immer so, dass ich sage, ich höre das so. Das ist eine meiner Lieblingsaufnahmen. Jeder, der sie auch hört, hat das Recht, und sollte sogar versuchen, die ihm noch besseren Alternativen zu suchen. Denn es geht eigentlich beim Arienglück geht es um ultimatives Glück. Wer kann das so, dass ich es nicht anders hören will? Das ist nicht die Frage, wer singt es am besten, mhm. sondern wer singt es so, dass es mich am meisten berührt, betrifft und Packt. Dass ich damit eigentlich auch das nie mehr vergessen will. Und da ist die Geschichte von vielen Sängerinnen natürlich so. Es gibt Fans von der Callas und von der Tebaldi und der Montserrat Caballé und von vielen anderen heute lebenden, ich habe jetzt nur Tote genannt. Mhm. Es gibt heute lebende Sängerinnen, die uns das Herz umkehren können vor lauter Schönheit in ihrer Stimme.
In der Oper geht es ja immer gleich um alles, oder? Es geht immer um Leben oder Tod, es geht ums höchste Glück, um tiefste Pein. Wieso ergreift uns das eigentlich so? Weil wir diese ganzen Glücksmöglichkeiten und Unglücksmöglichkeiten immer nur beschränkt erfahren. Und wir möchten eigentlich im Glück und im Unglück wissen, wer ist noch glücklicher als ich und wer leidet noch mehr als ich. Und die Oper ist das beste Lehrbuch für Übersteigerungen des eigenen. Okay. Weil die Oper ist ja eine Übersteigerung. Auch die Dramaturgie meistens ist in Szenen zusammengefügt, in denen etwas sich radikalisiert. Oper ist radikal. Und man kann sich in der Oper radikal auflehnen, eigentlich empfinden, das ist ja entsetzlich, was da. Wie kann man dem Menschen nur so etwas zumuten? Andererseits aber auch, so was Schönes gibt es nur in der Oper. Jetzt sind aber die meisten Texte, das muss man ja ehrlich zugeben, von einer ergreifenden Schlichtheit. Warum funktioniert das trotzdem? Das funktioniert, weil die Musik alles rettet. Da bin ich einverstanden. Es gibt Opern mit großartigen Librettos und es gibt Opern mit miserablen Librettos und da spielt alles keine Rolle. Weil das Glücksmoment, das entsteht in einer Arie beispielsweise durch eine Stimme oder durch die sozusagen Fähigkeit, nach außen zu zeigen, was Leiden und was Glück ist. Also das heißt, man muss die Texte gar nicht unbedingt verstehen, was man ja manchmal auch gar nicht tut, je nachdem, in welcher Sprache die Oper. Ja, es ist angenehm, wenn man auch weiß, was sie sagt, die betreffende Person, der Mann oder die Frau. Im Optimalfall sieht man es ja, weil ja auch der Körper spielt. Es gibt ja auch gewisse Ausdrucksmöglichkeiten über die Szene. Ja, aber wenn ich zum Beispiel denke, man hat einen Bariton von Verdi, Eritu zum Beispiel, also einen enttäuschten Ehemann, der eigentlich glaubt, sein Freund hat ihn betrogen. Mhm. Und der ist so verzweifelt und singt in der Verzweiflung so schön, dass man auch begreifen, man will die Worte auch verstehen. Okay. Es ist nicht so, dass es ganz, er kann nicht nur Lala singen oder Oh Oh, sondern er muss Texte sprechen. Ja, ja. Und das ist das Geheimnis. Und auch wenn die Texte jetzt unter poetologischen Gesichtspunkten manchmal trivial sind, spielt keine Rolle. Wenn eine verliebte Rosina in einem Rossini, wie soll ich sagen, träumenden Unsinn singt, ist das in Ordnung. Großartig. Okay. Was macht jetzt eine Stimme eigentlich außerordentlich? Denn ich glaube, professionell sind die Sänger alle. Also wir haben es mit die wir überhaupt sehen, die bis auf die großen Operbühnen kommen, sind alle grandios ausgebildet, haben ihren Weg gemacht, sind quasi berühmt, weil man serviert uns ja nur noch Berühmtheiten. Ja, Was ist der Überschuss jetzt? Also, dass eine Stimme etwas hat, das man auf Anhieb erkennt, ist, die Callas erkennt man auf Anhieb. Sofort, ja, klar. Jaurow, diese großen, aber auch Tenöre, Pavarotti, Domingo, das sind die Stimmen, die man kann in einem Wunschkonzert am Radio irgendeiner eine Arie singen, wir wissen sofort, wer es ist. Das ist sicher ein Merkmal für besondere Begabung. Als der Wunderlich starb, der große Tenor, hat man gesagt, er ist absolut unersetzbar, hat, glaube ich, der Böhm gesagt, so ein Verlust für unsere Zeit. Danach sind kurz neue Sänger gekommen, die ihn zwar nicht ersetzt haben, und darum brauchen wir seine Stimme noch heute, aber sie haben gültige Alternativen zu dem gebracht, was wir an einer nicht mehr vorhandenen Stimme hatten. Als Chworostowski vor kurzem gestorben ist, da hätte man auch sagen können, so einen russischen Bariton mit einer derartigen Vollendung von Fülle, Fülle. Nicht Fülle.
Da wären wir schon in der Sünde, in der Völlerei. Ja, nein, wir bleiben das habe ich gemeint. Es ist, manchmal ist Musik auch Völlerei des Guten. Und Chmorostowski war so jemand. Ja. Und da hat man aber plötzlich gemerkt, es wachsen Junge nach. Jawohl. Die sind nicht ganz vergleichbar, aber sie sind hervorragend. Sie bezaubern uns, sie entführen uns ebenso in eine Art von Vorstellung, die nur durch die schöne Stimme kommt. Das Geheimnis der schönen Stimme ist unklärbar, vermutlich bis zum Untergang der Menschheit. Trotzdem wage ich dich jetzt zu fragen, gibt es denn auch so eine Art Modeströmungen oder sagen wir mal Geschmacksrichtungen in bestimmten Zeiten ja, zu stimmen? Ja, natürlich. Es gibt zum Beispiel, also wir kennen, ich gebe das Beispiel jetzt von den Tenören. Mhm. In einer bestimmten Zeit, ab der Mitte des 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts, gaben Tenöre große Proben von ihrem Können dadurch, dass sie Schleifer machten, dass sie unheimlich Portamenti machten und nicht nur Tenöre, auch Sopranistinnen und so weiter. Es gibt stilistische Regeln und Gott sei Dank kam dann zum Beispiel bei Verdi-Aufführungen so ein Mann wie Arnon Cour, der gesagt hat, jetzt hören wir mit diesen Schleifereien auf. Jetzt wollen wir reine Töne, jetzt wollen wir Leute, die zwar große Stimmen haben, großes Können an Virtuosität im Umgang mit der Stimme, aber sie sollen aufhören zu schluchzen und zu schleifen. Und diese Zeitgeschmacksrichtungen, die sind fantastisch, weil wir, vielleicht gefällt uns auch nicht alles, was die Callas damals gemacht hat, in ihrer Zeit. Obwohl, es gibt Fans von Callas, die würden heute sagen, nach wie vor, es ist so unerreichbar wie alles, was jemand je nach ihr gesungen hat. Aber da gibt es schon auch einfach Einflüsse der Zeit, auch unsere Vertrautheit mit der Musik. Der Umgang zum Beispiel mit Barockmusik ist heute so viel besser, als er etwa noch vor 50 Jahren gewesen ist. Also was du sagst mit diesen Geschmacksrichtungen, dass man sich mal als Groupie outet von einem bestimmten Tenor oder Sopranistin, das verstehe ich total gut. Ich habe durch dein Buch einige neue Stimmen kennengelernt, die mir so nie klar waren. Also die Namen waren mir bekannt, aber ich habe sie in Arien gehört, die ich vorher nicht kannte, in dieser Besetzung und habe wirklich Entdeckungen gemacht. Trotzdem die Frage, ist es fast ein bisschen snobistisch von Menschen, die nicht singen, so Stimmen überhaupt zu bewerten? Weil ich meine, die haben ja alle ein Können, die bringen eine Professionalität mit, die haben eine Fähigkeit, von denen wir eigentlich nur träumen können. Ja, aber es ist, sind wir snobistisch nicht auch, wenn wir eine Praliné-Schachtel von Glind und Sprüngli vor uns haben und dann sage ich, das ist das Allerbeste von den großartigen Dingen, die da drin sind. Okay. Gut, dein Punkt. Bleiben wir dabei. Gut. Iso, du hast 50 Arien für dieses Buch ausgesucht. Jetzt kommt natürlich die klassische Frage auch an dich. Wenn du drei auf die berühmte einsame Insel mitnehmen dürftest, welche drei würdest du mitnehmen? Dieser Frage weiche ich immer aus. Ich würde nicht drei mitnehmen, sondern vielleicht sogar keine, aber vielleicht die Partitur dann von drei Arien. Gibt es unter diesen 50, versuche ich es anders, dir zu entlocken, drei Lieblingsarien? Nein. Nein. Auch kein Glück. Aber wenn du, dann sagen wir es an, fragen wir thematisch, wenn du traurig bist, welche würdest du hören, wenn du traurig bist? Oh, da gibt es, da müsste ich dir 10 aufzählen. Weil wenn ich anfange, zum Beispiel sogar die des geduldigen Sokrates, mich tröstet die Hoffnung von Telemann. Eine nicht so bedeutende, aber eine interessante Arie, wie ein Philosoph auf einer Opernbühne sich verhält. Ich könnte aber auch die Arie von Philippe Rameau, Fatal Amour. Das ist eine
eine Nachdenkensgeschichte. Die Arie steht am Anfang dieses einaktigen Stückes und es ist eigentlich etwas Aufwühlendes. Man hört die Arie und dann denkt man, jetzt weißt du einfach noch weniger, wie es im Leben weitergehen soll, in Sachen Liebe. Und wenn du glücklich bist, welche Arie würdest du dann? Oh, da gibt es ganz viele Arien, die eigentlich Glücks ausstrahlen. Ist auch zum Beispiel die Arie, die im Titel des Buches steht, die war eine Falscharie, weil sie die Frau, die sie singt, spielt dem Liebhaber, der ihr vollkommen erliegt, etwas vor. Oh. Es ist keine Arie, wo man sagt, es ist eine ehrliche Arie. Mhm. Aber es ist eine Arie, wo man merkt, dass die Macht der Liebe über die des Interesses des Mannes hinausgeht. Und die Frau weiß, ich kann den Mann nur kriegen über diese Schiene, nicht über die andere. Und so geschieht es dann auch. Das ist eine fantastische Entdeckung für mich gewesen, Jesse Norman. In mein Herz öffnet sich deiner Stimme. Es ist ein wunderbarer Buchtitel. Und in diesem Buch lesen Sie alles, was das Leben zu bieten hat, gegossen in grandiose Musik. Mein Herz öffnet sich deiner Stimme, das neue Buch von Iso Kammerthin. Für alle, die mit Oper was anfangen können oder die Oper gerne kennenlernen möchten.